Hallo, mein Name ist Martin Baron und gemeinsam mit meiner Frau Sigrid leite ich den Dienst Gottes Haus. Und ich möchte mit dir über die Corona-Krise und das, was meiner Meinung nach in den kommenden Monaten und Jahren auf uns zukommt, nachdenken. Weißt du, hätte vor, sagen wir mal, einem halben Jahr jemand das Szenario, in dem wir uns momentan bewegen, beschrieben, einfach die Situation, wie sie jetzt ist, der wäre als Verschwörungstheoretiker übelster Art und Weise beschimpft und ausgegrenzt worden. Den hätte man mundtot gemacht, weil es wäre so unwahrscheinlich, so lächerlich, so verrückt gewesen. Gleichzeitig befinden wir uns in einer Situation, wo wir uns geradezu in einem irrationalen Strudel von Entscheidungen und von Dingen befinden, auf die wir als normale Bürger überhaupt keinen Zugriff mehr haben. Und das Ganze weltweit. Was geht eigentlich ab? Was passiert eigentlich? Was ist eigentlich los? Und da möchte ich mit dir einmal den Faktor der ökonomischen Probleme, in die wir uns hineinbewegen, besprechen. Ja, ich glaube nämlich, dass das vollkommen unterschätzt wird. Und ich glaube, die Maßnahmen, die unsere Politiker momentan ausloben als ganz große Heldentaten, was sie jetzt tun, um Einzelne oder Unternehmen zu stützen, wird sich als lachhaft zu wenig herausstellen von dem, in das wir uns hineinbewegen. Am 26. März 2020 berichtet das Manager-Magazin, dass in einer Woche, in einer einzigen Woche in USA 3,2 Millionen Menschen sich arbeitslos gemeldet haben, und zwar mit einem Erstantrag. Das waren also keine alten Arbeitslose, das waren neue Arbeitslose. Knapp 3,3 Millionen. Vergleichsweise war der bisherige Höchststand, wo sich in kurzer Zeit Arbeitslose gemeldet haben, knapp 700.000. Das heißt, das ist ein Vielfaches davon. In ganz, ganz kurzer Zeit. Ich habe einen Kollegen, sage ich mal, in Kanada, der hat vor kurzem geschrieben, in seinem Umfeld, wo er ist, in seiner Region, eine gut dicht bevölkerte Region in Kanada, sagt er, in kurzer Zeit 500.000 Arbeitslosen. Leute, die sich arbeitslos melden mussten, weil ihre Arbeitsplätze weggebrochen sind. Nun, Kanada und USA haben natürlich nicht so eine Sozialgesetzgebung wie bei uns. Da wird schneller die Leute entlassen oder schneller wieder eingestellt. So ist es da sehr viel leichter, Leute zu entlassen. Aber wenn das in USA schon solche dramatischen Auswirkungen hat, es wird Deutschland als Exportnation insbesondere, es wird Europa in ähnlich dramatischer Weise wahrscheinlich erwischen. Und da gibt es hier eine Statistik, die mich wirklich betroffen gemacht hat. Und das ist in Twitter erschienen von einem Fachmann. Und du kannst dir das hier anschauen. Hier siehst du also über viele Jahre die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen. Da gibt es verschiedene Krisen. Ich vermute mal, das hier ist die Ölkrise. Dann hast du hier diese Bankenkrise mit Lehman Brothers und so weiter. Und hier hinten siehst du innerhalb von allerkürzester Zeit, wie das emporschnellt. Alle anderen Krisen waren bis jetzt vergleichsweise, also damit verglichen, eine kleine reine Lachnummer. Und das ist in einer Woche. Das wird sich weiter und weiter ja noch entwickeln. Das heißt, wir haben eine irrwitzig dramatische Situation, die sich weltweit hier entwickeln wird. Die Nachrichtenagentur Reuters, die hat Analysten befragt und die hatten gesagt, naja, es wird vielleicht 1 Million Arbeitslose geben in den USA. Das war drastisch unterschätzt. Im Gegenteil sagt man heute schon, nach Ansicht eines US-Währungshüters namens James Ballard, der sagt, es könnte dazu kommen, dass relativ kurzfristig 50 Millionen Amerikaner ihren Job verlieren. 50 Millionen. So, das hat extreme Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaft. Das hat Auswirkungen auch auf uns. Das hat Auswirkungen vor allen Dingen auf die Luxusprodukte, Luxusautos, teure Maschinen und so weiter. Wir werden da in einer dramatischen Weise beeinflusst von werden. Wir können nicht sagen, das passiert auf der anderen Ecke vom Globus, wir haben damit nichts zu tun. Es wird uns
auch erwischen. Und diese Wirtschaftskrise wird uns über viele Jahre beschäftigen. Und das ist eigentlich eine dramatische Sache, die weltweit läuft, global läuft. Da ist kein Mensch von dem gesamten Globus ausgenommen. Und ich habe vor kurzem ein Video aufgenommen, wo ich gesagt habe, das ist die erste Wehe nach meinem Verständnis von diesem Geburtsprozess des Hervorkommens des Reiches Gottes, von dem Jesus in den Evangelien bei seinen Endzeitreden spricht. Und wehe deshalb, weil es den gesamten Globus betrifft. Jeder Mensch ist da irgendwie mit involviert. Und wenn ich jetzt dieses ganze Szenario hier dir darstelle, warum erzähle ich das? Mein Hauptpunkt ist zu sagen, die Welt verändert sich dramatisch. Die Welt ist schon jetzt nicht mehr so, wie du sie kennst und wird auch nicht mehr so werden, wie du sie kennst. Die Dinge werden sich anders entwickeln. Wir sind in einen neuen Zeitraum hineingekommen und dieser Zeitraum ist für die Menschen, insbesondere die Menschen in der Welt, die keine Christen sind, nicht sehr lustig. Nun ist das aber so, dass Propheten das ganze Ding immer und immer und immer wieder vorhergesagt haben. In meinem letzten Video habe ich bereits darüber gesprochen, über prophetische Worte. Ich möchte dir jetzt zwei prophetische Worte nochmals weitergeben, die beide schon etwas älter sind, damit das auch nicht aus dem jetzigen, wie soll ich mal sagen, Stimmungsschwang herauskommt, sondern dass du weißt, das ist wirklich ein Reden Gottes, was vor Jahren schon erfolgt ist, wo Leute das gesehen haben und gesagt haben, Achtung, es passiert etwas, es kommt etwas auf uns zu. Aber das Wichtige dabei ist, wie gehen wir Christen mit dieser geänderten weltweiten Situation um? Wie gehen wir mit diesem neuen Zeitfenster um, in das wir hineingetreten sind? Wie gehen wir mit dieser Zeit, wo die Wehen kommen, um? Okay, und da möchte ich dir sagen, das Erste ist ein Text des amerikanischen Propheten Rick Joyner, der hat ein Buch geschrieben, Das Land einnehmen, was ich dir sehr empfehlen möchte. Das ist aus dem Jahr 2008, also etwa 12 Jahre alt. Das ist jetzt ein längeres Zitat, was ich dir vorlesen werde aus diesem Buch. Und ich glaube, du wirst den Punkt verstehen, um den es geht. Es spricht vieles dafür, dass die Welt niemals so viele Probleme hatte und von so vielen Gefahren umgeben war, wie es jetzt der Fall ist. Wenn man sie verdrängt, weil sie unbequem oder furchteinflößend sind, lebt man in einer Täuschung. Diejenigen, die ihr Leben auf dem Reich Gottes gegründet haben, haben nichts zu fürchten. Wir wollen also die Dinge als das betrachten, was sie sind, und darauf vorbereitet sein, nicht nur zu überleben, sondern andere zu retten. Es ist doch interessant, welche Dramatik er da schon hineinlegt, vor 12 Jahren. Während die Systeme dieser Welt auseinanderbrechen, werden die Arbeiter in seinem Reich mit dessen Aufbau beschäftigt sein. Je weiter wir in dieser Zeit fortschreiten, desto größer wird die Diskrepanz sein zwischen denen, die ihm gehorchen, und denen, die das nicht tun. Der Lohn des Gehorsams und die Folgen des Ungehorsams werden immer deutlicher und treffen immer schneller ein. Je mehr wir uns dem Ende dieses Zeitalters nähern, dem Anbruch des Tages des Herrn. Alle Götzen der Menschen, alles, in das die Menschen ihr Vertrauen gesetzt haben, anstatt in Gott, wird zerstört werden. Nur das, was auf dem Felsen der gehörten und befolgten Worte Gottes gebaut wurde, wird Bestand haben. Wir wollen jedoch nicht nur auf uns selbst und den Felsen bauen, sondern auch in der Lage sein, andere aus dem Treibsand zu ziehen. Der Herr sagt, dass die Ernte das Ende der Welt ist. Weil mehr in dieser Zeit zu ihm kommen werden, als in der gesamten bisherigen Menschheitsgeschichte zusammengerechnet. Wenn wir unser Leben auf dem Fels bauen, dann werden wir umso mehr Menschen vor dem Kommenden retten können, je stabiler der Bau ist. Jedes Leben, das in Treue geführt wird, bildet einen Fels, der in dieser untergehenden Welt bald immer höher herausragen wird. Wir steuern in eine der aufregendsten, schwierigsten und wunderbarsten Zeiten, die die Welt je gesehen hat. Das Reich Gottes ist wirklich nahe herbeigekommen und eine mächtige Armee versammelt sich, um das Evangelium des kommenden Reiches zu verkünden und den Weg für den König zu bereiten.
Jedoch wird die Christenheit in ihrer gegenwärtigen Form nicht dazu in der Lage sein, diese große Aufgabe zu bewältigen. Die Gemeinde durchlebt eine Metamorphose. Und wenn sie daraus hervorgeht, wird die Veränderung so radikal sein, wie bei einer Raupe, die, nachdem sie an den Erdboden gebunden gewesen war, ein Schmetterling wird und hoch über die Erde aufsteigen kann. Im Geist zu wandeln bedeutet, mit seinen Augen zu sehen, mit seinen Ohren zu hören, mit seinem Herzen zu verstehen. Wenn wir das tun, erscheint uns die Erde mit all ihren Problemen und ihrer Pracht mehr und mehr so klein, wie sie wirklich ist. Nachdem wir die Herrlichkeit und die Autorität von Jesus erfasst haben, beeindrucken uns Könige und Präsidenten nicht mehr als ein Bettler. Wenn wir den Herrn einmal gesehen haben, erscheinen aller irdischer Pomp und jede gesellschaftliche Stellung lächerlich. Und auch die schlimmste internationale Krise kann kaum Anlass zur Besorgnis geben. Hast du das gehört? Auch die schlimmste internationale Krise kann für diejenigen, die an Christus glauben und ihm verbunden sind, kaum Anlass zur Besorgnis geben. Der König sitzt auf seinem Thron und er wird niemals die Kontrolle verlieren. Als Jesaja den Herrn auf seinem Thron sitzen sah, war er umgeben von Seraphim, die einander zuriefen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Wie können die Seraphim bei all den Kriegen, Konflikten, Katastrophen, Krankheiten, Hungersnöten und zwischenstaatlichen Konflikten behaupten, alle Lande sind voll seiner Ehre? Sie können es, weil sie in der Gegenwart des Herrn wohnen. Wer in der Gegenwart des Herrn wohnt, wird ebenfalls die ganze Erde als voll seiner Ehre betrachten. Der Herr wird den Sieg haben und seine Wahrheit wird sich letztendlich gegenüber allen Lügen durchsetzen. Wir können die Realität der Ereignisse auf der Erde wahrnehmen. Doch wir sehen auch die größere Realität von Gottes Plan und Kraft. Wir sind Bürger der neuen Schöpfung, nicht der alten. Und wir müssen Dinge aus dem Blickwinkel der neuen Schöpfung heraus betrachten. Soweit Rick Joyner. Ich finde, das ist doch wirklich eine extrem passende Beschreibung für unsere jetzige Zeit. Wir sind in eine Zeit hineingegangen, in der Dinge erschüttert werden, durcheinandergebracht werden, zerfallen und gleichzeitig etwas Neues hervorkommt. Auf der einen Seite Dunkelheit, auf der anderen Seite Licht. Auf der einen Seite das Wirken des Feindes, was immer mehr offenbar wird. Auf der anderen Seite das Wirken Gottes, was ebenso immer mehr offenbar wird. Licht und Finsternis werden immer deutlicher werden. Das ist auch eine prophetische Aussage, die immer und immer wieder gekommen ist. Zum Ende der Zeit wird Licht und Finsternis krass nebeneinander stehen. Es wird nicht nur finster sein, es wird auch das Kommen des Reiches Gottes geben. In Kraft, in Herrlichkeit, in Power, in Zeichen, in Wundern. In Erweisung des Geistes und der Kraft. Ich möchte dir noch einen anderen prophetischen Impuls vorlesen. Und zwar hat den ein Amerikaner gehabt, der ist im Jahr 2013 veröffentlicht worden, also auch nicht taufrisch. Das war John Mark Poole und der hat das Reden Gottes auf eine sehr eindrückliche Art und Weise erlebt, nämlich durch eine nächtliche Begegnung mit einem Engel. Diese beiden prophetischen Worte sind übrigens in meinem Buch »Das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit« publiziert, was ich dir sehr empfehlen möchte, weil es einen sehr breit gefächerten Überblick über das, was auf uns zukommt und was der Herr für uns bereitet hat, dir bietet. Ja? Nicht nur ein endzeitliches Horrorszenario, sondern eben auch das Kommen der Herrlichkeit des Herrn. Gut, also, John Mark Poole schreibt: Mitten in der Nacht bekam ich Besuch von einem Engel. Als ich mich aufsetzte, nachdem ich von einem Stupser gegen meine Füße aus dem Tiefschlaf geweckt wurde, bemerkte ich zuerst ein sehr helles Licht und dann die Gestalt eines himmlischen Wesens, das am Fußende meines Bettes stand. Er war sehr imposant und mit einem königlichen, glänzenden weißen Gewand bekleidet. In seiner Hand hielt er eine leuchtende Botschaft von Gott. Er hielt mir die Nachricht direkt vor die Nase, deshalb war sie einfach zu lesen. Ich fragte ihn, wer er war, und er sagte: Ich bin ein Botschafter vom Thron des einen, den du liebst. Ich bin der Engel der Umgestaltung. Er hatte meine volle Aufmerksamkeit und ich dankte ihm für die Mitteilung. Daraufhin sagte er: Lies sie nun laut vor. Schnell gehorchte ich und sprach mit Kühnheit die folgenden vier Worte, während die Botschaft zum Leben erwachte: Feuer,
Wind, Erschütterung, Umgestaltung. Als ich das Wort Feuer las, standen die Buchstaben buchstäblich in Flammen und knisterten, als ob sie brennen würden. Als nächstes, als ich das Wort Wind las, bewegten sich die Buchstaben, als ob über sie der Wind wehen würde. Als ich dann das Wort Erschütterung aussprach, begann es auf dem Blatt heftig zu erbeben. Als ich schlussendlich das Wort Umgestaltung sprach, begannen die Buchstaben zu funkeln und mit dem glänzendsten, herrlich golden schimmernden Licht zu leuchten. Als ich fertig war, diese vier Worte dem Engel der Umgestaltung vorzulesen, sagte er: Gib diese Botschaft weiter, wohin du auch gehst. Plötzlich war der Engel verschwunden und ich saß da und dachte über diese schlichte Botschaft nach. In der Früh desselben Tages zog mich der Herr an meinen verborgenen Ort, um mehr darüber zu schreiben. Während ich Gott um mehr Offenbarung bat, studierte ich aufmerksam jedes einzelne dieser Worte. Da wurden die Worte wieder lebendig. Sie beinhalteten zusätzliche Botschaften, die vom Herrlichkeitsbereich des Himmels mit den Worten verbunden waren. Feuer. Jedes Mal, wenn ich die Worte dieser Botschaft aussprach oder schrieb, wurde von heiligem Feuer eine offenbarende Bedeutung in mein Herz gebrannt. Gott offenbarte seine Beweggründe. Er möchte allen Menschen auf der ganzen Welt, zu der er seinen Sohn Jesus Christus zur Umgestaltung gesandt hat, die Herzenssehnsucht seiner leidenschaftlichen Liebe kundtun. Der Herr sagte mir: Es ist das Feuer meiner Sehnsucht, mein Volk zu meinem Herzen zurückzubringen und es wiederherzustellen. Wind. Der Anblick der wallenden Buchstaben im Wort Wind auf dieser Mitteilung ist für immer in mein Herz gebrannt. Jeder Buchstabe bewegte sich, als ob ein starker Wind wehen würde, der während des Besuchs des Engels der Umgestaltung vom Heiligen Geist ausging. Gott zeigte mir, dass Wind für Ruach steht, für den Odem seines Geistes, der erneut seinen erfrischenden Geist und neues Leben in alle verlorenen oder entmutigten Herzen hineinblasen möchte. Der Herr betonte mir gegenüber, dass sein Atem des Heiligen Geistes ein mehr als ausreichender Wind der Umgestaltung sei, um dieses Land nun zurück zu seinem Herzen zu wenden. Wir müssen den Odem des Heiligen Geistes, der Salbung, erfahren und anwenden, um Gottes heiligen Odem der Liebe über den vielen verwundeten Menschen freizusetzen. Wenn diese Menschen erkennen, was sie in ihrem Leben vermissten, werden sie vom Geist Gottes geführt und darauf vorbereitet werden, den umgestaltenden Odem des Geistes Gottes zu empfangen. Erschütterung. In einer Vision sah ich das Wort Erschütterung erneut klar vor mir und ich erinnerte mich an diese Verse. Denn so spricht Jahwe Zebaoth: Es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht Jahwe Zebaoth. Das steht in Haggai 2. Als ich diesen Absatz las, begann der Wind der Salbung in meinem Herzen zu beben und wieder zu hallen. Ich konnte buchstäblich den Herzschlag des Vaters in Einklang mit seiner Sehnsucht, Menschen wieder zurück in die Beziehung zu sich zu bringen, schlagen hören. Es war die mächtigste Erweckungsbewegung Gottes, die die Menschen je erlebt haben. Anstelle einer Flut, die erneut alle lebendige Kreatur vernichten würde, verwendete Gott diesmal sein Wort, um die Nationen zu sich zurück zu erschüttern. Was für eine Formulierung. Gott schenkt die Erschütterung, damit die Nationen zu ihm zurück erschüttert werden. Gott erfüllt gerade seinen Herzenswunsch für sein Volk, nämlich dass sie die vertraute Gemeinschaft mit ihm suchen. Viele israelische Menschen werden dadurch, dass sie Jesus Christus, Jeshua HaMashiach, als ihren Herrn und Retter annehmen, zum Vater nach Hause kommen. Diese Erschütterung wird dieses Land fesseln und beginnt mit den Ländern im Nahen Osten innerhalb kürzester Zeit das Antlitz der Erde verändern. Diese Erschütterung wird weder durch fleischlich gesinnte Menschen noch durch die Täuschungsmanöver des Feindes gestoppt werden. Diese Erschütterung wird unsere Herzen einen Schock versetzen, sodass es wieder in vollkommenen Einklang mit unserem Schöpfer kommt. Die ganze Welt hat bereits viel an unangenehmer Erschütterung erfahren. Das Beben wird bald zu einem Erdbeben des Vaters Wind des Geistes werden. Es wird Amerika und die ganze Welt erschüttern und auf die Knie zwingen,
damit vollständig bußfertige Herzen umkehren und sich wieder ihrem Herrn und Gott zuwenden. Umgestaltung. Der Herr brannte in mein Herz, dass es seine Sehnsucht ist, wiederherzustellen, was verloren war, und dafür zu sorgen, dass sein Volk in sein Bildnis umgestaltet wird, wie pures Gold. Wir müssen unseren Blick auf den Herzenswunsch Gottes gerichtet halten und unsere humanistische Denkweise und fleischliche Gedanken aus dem Spiel lassen. Diesmal wird die Erweckung eine gewaltige globale Umgestaltung bewirken, und viele Nationen werden an einem Tag beginnen, sich dem Herrn zuzuwenden. Dies ist eine völlig neue Art der Umgestaltung, etwas, was es noch nie zuvor gegeben hat. Ich kann immer noch den durchdringenden Odem der Stimme Gottes, mein Sein, mit diesen Worten durchdringen spüren. Wie in den Tagen Esthers wurdest du, die Braut Christi, verändert, um für eine Zeit wie diese jemand zu sein, der Umgestaltung herbeiführt. Weißt du, Jesus sagt, genau zu einer Zeit wie dieser, genau zu einer Situation wie dieser, in Lukas 21, die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Und das ist das, was du siehst. Das ist das, was du weltweit siehst. Eine unfassbare Angst, wie eine dämonische, gigantische Macht, die die Herzen der Menschen gefangen hält, die sie völlig blockiert, die sie vereinsamen lässt. Angst, Furcht über die ganze Erde. Und dann, ein bisschen weiter, sagt er, wenn dieses anfängt zu geschehen, also jetzt, heute, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. So, in diesen ganzen Erschütterungen, in diesen ganzen Erdbeben im übertragenen Sinne, in diesen ganzen unfassbaren Dingen, die auf uns zukommen, wo der gesamte Globus sich verändert, wo Dinge nicht mehr so sind wie vorher, in dieser ganzen Situation ist für Christen der Anbruch des Reiches Gottes, das Kommen des Reiches Gottes, das, worauf sie schauen. Und deshalb brauchen wir keine Furcht zu haben, deshalb brauchen wir keine Angst zu haben, sondern wir sollen uns erheben. Wir sollen unser Haupt erheben. Wir sollen sagen, jetzt naht unsere Erlösung. Jetzt wird der Herr auch eine Nation wie Deutschland heimsuchen. Jetzt wird hier Reich Gottes freigesetzt werden, wie wir es noch nie gesehen haben. Jetzt ist die Zeit der Ernte gekommen. Ja, es ist Wehen, weltweite Wehen. Das ist ein furchtbarer Prozess, es ist der Geburtsprozess dessen, was in der Offenbarung beschrieben wird, nämlich dass das Reich Gottes das System dieser Welt überwindet. Und da sind wir hineingekommen in diesen Prozess. Jetzt ist das, wo die Propheten gesagt haben, wir bewegen uns in etwas hinein, was eigentlich schon die Wolke der Zeugen sehen wollte. Das Hervorkommen der Söhne und Töchter Gottes hier in dieser Zeit und in dieser Welt. Und da darfst du und ich dabei sein. Und deshalb ist es jetzt, egal wie es in der Welt aussieht, egal was da für Turbulenzen sind, egal wie sich das in den nächsten Monaten und Jahren darstellen wird, dürfen wir wissen, das Reich Gottes kommt in Erweisung des Geistes in der Kraft. Und es wird gepredigt werden. Und zwar so, dass es unserer Nation zu einem Zeugnis ist, so wie Jesus es in Matthäus 24, Vers 14 sagt. Das ist das, worauf wir uns eigentlich hinbewegen. Und das ist das, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und ich hoffe, dass ich dir mit dieser Botschaft etwas Vision darüber vermitteln konnte, dass wir in diesem ganzen Chaos, in dieser ganzen überwältigenden Situation auf etwas schauen können, was wirklich, wirklich genial ist. In dem Sinne, Gott hat wirklich mehr für uns alle und er hat mehr für dich.